Querflöte gespielt, in einer A Cappella-Gruppe gesungen und Lieder auf Englisch geschrieben. Wie kam deine Wandel hin zu deutschen Texten und deiner jetzigen Musik? Das ist richtig. Also ich habe im Saxophon und Querflöte gespielt. Das war immer so in einer Jazzband. Und da steht man halt immer so in der zweiten oder dritten Reihe. Und irgendwann war das halt so, zwei andere Mädels haben da auch gesungen in der Jazzband. Und irgendwann bin ich halt dann mal nach vorne, weil wir zu dritt was gesungen haben von den Andrew Sisters. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen, ja, da habe ich mir gedacht so, ey, das ist da vorne an der Bühnenkante eigentlich echt richtig cool. Ja. Und es war dann irgendwie, das Singen hat mir dann immer mehr und mehr Spaß gemacht einfach. Und eben dann auch durch die Coverband, wo ich dann eben auch gespielt und gesungen habe. Und dann war halt irgendwann mal, währenddessen ich da meine Lehre als Buchhändlerin gemacht habe, ja, da kam dann die Castingshow. Ja. Das war dann eine Freundin von mir, also eine Bekannte, die mit mir dort gearbeitet hat, dann gemeint, ich soll doch einfach da mal hingehen. Und da war es aber zu der Zeit schon so, dass ich sehr, sehr viel Sport von der Stille gehört habe oder einfach sehr, sehr viel deutschsprachige Musik. Und das war dann auch so, da wollte ich dann immer mehr und mehr deutschsprachig einfach singen, weil es mir mehr Spaß gemacht hat, einfach als das Englische. Warum auch immer, aber das ist bis heute noch so. Also die Castingshow, die du gerade angesprochen hast, das war wahrscheinlich Starmania, dann 2003, genau. Das war auch meine Frage, inwiefern hat das eben Auswirkungen auf deine jetzige Karriere gehabt und inwieweit ist Wettbewerb auch für dich wichtig in der Musik? Also ob das jetzt dann teilweise schon den Ehrgeiz auch fördert oder teilweise dann auch ein bisschen kritisch wird? Naja, die Castingshow war definitiv einfach mein Sprungbrett. Also das war einfach, also ohne die Castingshow, wenn ich da nicht mitgemacht hätte, weiß ich jetzt natürlich nicht, ob ich jetzt hier wäre da zum Beispiel. Ja, und auch immer einfach so, also große einfach Konzerte und dass Leute kommen und so weiter. Kann sein, dass mich irgendwer entdeckt hätte, aber könnte auch eben nicht sein. Also ich bin sehr froh, dass ich mitgemacht habe, wurde ja nur Zweite. Ja. Und das war damals, dadurch, dass es die erste Staffel war, alles noch sehr, sehr frisch. Also es war dieser, also zumindest für mich nicht spürbar, dieser Konkurrenzkampf oder jetzt einer oder jeder, ich will gewinnen, das war irgendwie zumindest nicht für mich zu spüren. Das ist eher so, jeder singt gerne und jeder hat halt da sein Bestes gegeben und es war traurig natürlich, wenn jemand ausgeschieden ist, aber es war eher wie so eine riesengroße, ja, doch eine Freundschaft zumindest für diese Zeit der Castingshow. Ja, zwei Jahre später, 2005, hattest du ja auch dann den Durchbruch eben in Deutschland mit einem super Erfolg von der Single Ich Liebe. Wie sind dir die Ideen zu dieser Single gekommen und wie bewertest du das jetzt ja doch nach einigen Jahren dann auch eben? Also wie stehst du jetzt dazu? Das ist ganz, es war ja damals nach der Castingshow, ist es natürlich einfach anders gewesen, wie es jetzt zum Beispiel ist. Also jetzt schreibe ich halt an den Songs mehr mit und man ist halt einfach nach 10 Jahren jetzt einfach da reingewachsen in das Ganze, wie es halt so abgeht im Tonstudio, wie man Songs schreibt und so weiter. Und damals habe ich mit dem noch nicht so wirklich viel am Hut gehabt. Und auch nach der Castingshow war ich sehr dankbar, weil ich einen super Produzenten hatte, den Alexander K. in Österreich und auch das Management, das war einfach alles wie so, ja, ich bin halt eben zu Hause ausgezogen und so das erste Mal auf eigenen Beinen und da ist es schon sehr hilfreich, wenn man einfach so das Team rund um einen hat. Und das war eigentlich mit Ich lebe auch dann durch meinen Produzenten. Also der hat mir das Lied vorgespielt, das hieß damals zwar Ich lebe, aber hatte noch einen ganz anderen Text teilweise. Und da haben wir einen, den Text eigentlich sehr herumgefeilt. Also da haben, glaube ich, auch 10 verschiedene Leute mitgeschrieben, dass der einfach dann 100% passt einfach. Aber ich habe da echt verdammt großes Glück auch gehabt, dass einfach die Leute rund um mich auch genau wussten, wo ich hin will. Also dass es eben deutschsprachig ist, dass es Poprock ist, dass ich Gitarren sehr gerne mag. Und dann ist eben dieses Lied um die Ecke gekommen und das war einfach echt auch Glückssache, weil es hätte ja auch anders kommen können. Wenn du das gerade ansprichst, auch mit Gitarre, du hast ja auch eine Akustiktour gemacht. Ja, inwieweit unterscheidet sich das dann sozusagen von anderen Tourneen? Also was war das Besondere für dich? Das war ganz anders. Also das war total, also für mich ist es immer schwer, ruhig sitzen zu bleiben. Also ich bin eher, also ich kann natürlich auch ruhig, aber ich bin dann, wenn es um Musik geht, dann kann ich nicht ruhig sitzen. Ja. Also auch selbst bei Balladen tue ich mir jetzt auch immer schwer, dass ich vielleicht mal ruhig stehen bleibe. Also ich zapple jetzt nicht komplett herum, aber bei der Unplugged-Tour war es ja so, dass wir alle gesessen sind auf der Bühne. Und das war schon, dass das immer wackelt halt die ganze Christina da herum. Aber es war irgendwie immer was anderes. Wir waren alle ein bisschen schöner angezogen, die Leute sind gesessen. Gerade in München war zum Beispiel das Publikum unfassbar. Also da war ja in der Philharmonie, haben wir da, glaube ich, gespielt. Und
es war halt unfassbar. In Wien haben wir im Volkstheater gespielt. Da ja, ist halt einfach normalerweise, also live, so normal laut. Mhm. Volkstheater geht auch, aber Unplugged hat das einfach so eine schöne Stimmung gehabt und einfach in schöneren Sälen. Und das war für mich einfach unbeschreiblich schön, aber auch gleichzeitig schwer, einfach nur zu sitzen. Aber es war halt einfach alles sehr intim und ja. Auch, naja, einfach konzentriert auf die Musik. Und das hat mir einfach sehr gut gefallen. Kommen wir zu was anderem, und zwar in dieser Stadt 2009 war ja nicht so erfolgreich wie erhofft. Danach folgten aber dann eben auch Nahaufnahme 2010 eben und nun aktuell Ich höre auf mein Herz. Was hast du bei Ich höre auf mein Herz anders gemacht, wo du sagen würdest, da hat sich wirklich nochmal was geändert? Das ist jetzt einfach, also was wir anders gemacht haben, wir haben uns Zeit gelassen. Also es war doch bei in dieser Stadt genau eigentlich so wie bei einer Aufnahme, haben wir ja meistens immer unter der Woche waren wir im Studio und am Wochenende haben wir noch irgendwo, gerade im Sommer, noch Konzerte gespielt, irgendwelche Festivals. Und das heißt, das ist so Hand in Hand gegangen. Und dieses Mal haben wir einfach gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt quasi mal eine Auszeit von der Öffentlichkeit sozusagen und konzentrieren uns wirklich einmal nur auf das Album, auf die Songs. Und das haben wir jetzt einfach wirklich auch genossen. Also ich habe auch für mich einfach in der Zeit gelernt, auch das alles zu realisieren, dass ich eben schon seit 10 Jahren irgendwie das machen kann, was mir am meisten Spaß macht, dass es einfach, dass man es genießen kann, auch einfach immer, dass das mal sackt auch. Es ist damals einfach so schnell gegangen. Das ist irgendwie, man bekommt einen Award und dann auf einmal ist schon das nächste Konzert am nächsten Tag und es ging alles so schnell. Und jetzt war einfach alles sehr viel, einfach das Wort Gelassenheit war jetzt auch irgendwie so groß. Wir haben auch einen neuen Bassist zum Beispiel in der Band, der hat jetzt auch das Album schon eingespielt und ich glaube, die Zeit war jetzt einfach sehr ausschlaggebend einfach für das. Also wir sind 100% einfach zufrieden mit dem Album und sind sehr stolz darauf vor allem. Ja, da komme ich auch schon zu meiner nächsten Frage. Und zwar wurde ja ziemlich viel diskutiert eben über das neue Album und vor allem auch um dessen Cover eben. Wie kam es zur Idee dazu und vor allem, wie siehst du die Kritik? Wie stehst du dazu? Kritik ist immer auch, also die kann positiv und auch negativ sein natürlich und wenn sie konstruktiv ist, höre ich sie mir auch gerne an, aber es gibt halt auch, ach, lass die Leute reden, haben die Ärzte ja auch schon gesungen. Und bei dem Cover war es so, dass wir einfach überlegt haben, mal ein bisschen was anderes zu machen, also nicht wieder einfach Gesicht vorne, sondern einfach vielleicht mal irgendwas anderes. Und dann kam die Idee eben, was ist, wenn wir einfach quasi Christina mal nicht von vorne, sondern von hinten und so ein bisschen schräg, dass man zwar das Gesicht noch ansatzweise sieht und dann eben quasi oben ohne. Das klingt aber jetzt natürlich total oben ohne. Ich finde, also ich wollte das dann einfach mal ausprobieren und man kann ja auch, nachdem man das Fotoshooting gemacht hat, ja noch entscheiden natürlich, ob man es gut oder schlecht findet. Und ich habe die Fotos gesehen und habe mir dann echt gedacht, das sieht echt gut aus. Also ich gefalle mir halt selber auch gut und ich finde, es zeigt einfach meine Damenseite. Und gerade in Österreich hieß es am Anfang immer, ja, die Christina, die ist eher die Buschikose und so. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich bin jetzt 30, jetzt kann ich noch was zeigen. Vielleicht in 20 Jahren nicht mehr, was weiß man. Und irgendwie, mir haben die Fotos total gut gefallen. Ich habe die auch meiner Nachbarin gezeigt, die so ein bisschen, ich will nicht sagen bieder ist, aber halt einfach, die ist sehr ehrlich vor allem und sehr kritisch. Und die hat es gesehen und meinte, Christina, das ist so schön und so Ding. Und dann habe ich mir gedacht, ey, wenn die das auch so findet, dann kann es einfach nicht falsch sein. Und ich habe ein gutes Gefühl dabei und dann haben wir das jetzt einfach mal so gemacht. Schön. vielleicht auch zur Zukunft noch ein paar Fragen. Und zwar, mit welchen Künstlern und Bands würdest du gerne mal zusammen auf der Bühne stehen? Was würde dich da reizen? Schwierig. Das ist schwierig, weil das ist... für mich muss es immer passen. Man bekommt immer so viele Ideen, auch von irgendwelchen Seiten. Kannst du nicht mit dem und dem ein Duett singen oder was auch immer. Und für mich ist immer, ja, das kann man alles, aber für mich muss das auch immer passen. Einfach zwischenmenschlich einfach auch. Und, wir haben jetzt auf dem österreichischen Album einen Song, zum Beispiel einen Song in Mundart drauf, wo drei österreichische Künstler mitsingen, die einfach unfassbar lieb sind und die ich eben auch schon ein bisschen länger kenne. Und das hat zum Beispiel einfach gepasst. Jetzt einfach irgendwen zu nehmen, kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe, weiß ich nicht, ich habe vor kurz jetzt mal getroffen Bosse. Da könnte ich mir
das dann einfach gut vorstellen, zum Beispiel. Oder, also wenn Dave Gahan um die Ecke kommt, sage ich auch nicht nein, von der Schmo, da war die Chance sehr gering, aber also ich finde immer, wenn es passt, dann kann ich mir echt viel vorstellen. Mhm. Aber das ist auch immer so oft, dass man sich denkt, mit dem möchte ich unbedingt mal singen, und dann lernt man den kennen und dann ist es halt einfach, dann ist die Musik, können wir ja gut finden, aber wenn es dann einfach so nicht, wenn man nicht auf der gleichen Welle irgendwie daher ist, dann soll es halt nicht scheinen. Ja, vielleicht auch dazu noch, was reizt dich denn musikalisch noch? Also wenn du gerade sagst, es muss immer passen von der Musik her, was würdest du gerne noch ausprobieren? Zum Beispiel andere Bandprojekte oder vielleicht auch andere Instrumente, du spielst ja schon relativ viel, aber dann noch was anderes auszuprobieren? Naja, also das Saxophon muss ich wieder ein bisschen auffrischen, weil das kann ich nicht mehr so gut fühlen. Ich weiß nicht, also ich kann mir zum Beispiel echt vorstellen, nur ein Mundart-Album zu machen. Oder Englisch, weiß ich nicht. Dann möchte ich vorher nochmal einen Englischkurs machen oder ins Ausland gehen, mal für ein Jahr. Weil da ist einfach, glaube ich, mein Englisch nicht, einfach nicht gut genug. Aber ansonsten, ich habe Bekannte von mir, die haben auf einmal so eine, was haben die gemacht, so, was ist das, Elektro, also ganz was Schräges, so nicht Hip-Hop, aber so ganz was, sowas ganz was Eigenes, also ich bin da echt dann offen, wenn es irgendwann mal, also nicht, wenn es mich überkommt, dann mache ich das, im Moment ist es, genau, aber im Moment ist irgendwie so, das deutschsprachige Pop-Rock ist einfach gerade das, was mir einfach am meisten Spaß macht. Wir hätten zum Schluss noch zwei Sachen, und zwar würde es uns interessieren, ein bisschen persönlicher vielleicht auch, bei Turnieren geht ja oft auch mal was schief, dass man sagt, es kommen plötzlich Überraschungen, womit man gar nicht gerechnet hat, wo man dann kurzfristig irgendwas improvisieren muss und wo man dann im Nachhinein eigentlich sehr drüber schmunzelt. Was war so dein lustigstes Erlebnis, was du auf Tour hattest? Also eins, wo du sagst, im Nachhinein ist es eigentlich lustig. Das ist eine gute Frage. Also jetzt diese Tour, die dauert ja noch nicht so lange. Da ist eigentlich noch nichts Schlimmes passiert. Aber bei uns sind schon Leute über die Monitorboxen früher gefallen. Aber das ist meistens bei mir immer nur, artet immer in einen Lachkrampf aus bei mir leider. Also man ist zwar kurzfristig peinlich berührt, aber das ist dann, also wenn mir irgendwas passiert, dann bin ich immer, dann muss ich wahrscheinlich selbst über mich viel mehr lachen wie alle anderen im Saal. Und ansonsten, ich glaube, irgendwann hatten wir einen Stromausfall. Das war dann auch so, und dann geht halt dann gar nichts mehr. Ja, so klar, Licht. Ist schwierig. Ja. Und das ist dann so ein bisschen doof. Aber andererseits ist es halt dann immer auch das, ich denke mir dann immer, wenn ich selbst da unten stehen würde, dann, es kann halt passieren. Also auch, dass wer einen falschen Ton spielt oder dass wer den Text vergisst. Und das sind Dinge, die einem kurzfristig peinlich sind, aber im Nachhinein denkt man sich, ach, ist doch halb so wild gewesen und ist einfach nur, es ist halt einmal live, da kann was passieren und es ist einfach nur menschlich, weil das ist so ein schnelles Blackout, kann man ja jeder mal haben. Wir haben zum Schluss noch unser sogenanntes Entweder-Oder-Spiel. Das machen wir mal ganz gerne, ja? Ich hoffe, das ist auch was für dich. Und zwar sage ich einfach immer nur ein Beispiel oder das andere und du antwortest dann einfach nur ganz normal das eine oder das andere. Okay. Also was dir so aus dem Bauch heraus besser taugt. Okay. München oder Berlin? Oh, das ist jetzt gemein, gell? Aber eigentlich Berlin. Radio oder TV? Radio. Tee oder Kaffee? Kaffee. Meer oder Berge? Schwierig. Berge. Eigentlich Berge, ne? Ja, Berge. Kochen oder Restaurant? Kochen. Kochen. Und Bühne oder Studios? Bühne. Bühne. Ja. Definitiv. Ja, wunderbar. Das wäre es auch soweit gewesen. Danke. Ich bedanke mich, wir beide. Und noch viel Spaß beim Konzert. Danke. Auf jeden Fall. So.